Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode von RoboCraft. Wie in der letzten Folge angekündigt, möchte ich heute fliegen. Und so kreativ wie immer habe ich mir hier einen neuen Roboter gebaut und der heißt jetzt nicht mehr nur noch Fliege, sondern Platte Fliege. Und das Ding steht jetzt neben mir, beziehungsweise hinter mir, vor mir, wo auch immer. Und das sieht tatsächlich aus wie ein brauchbarer, benutzbarer Roboter. Und das liegt ganz alleine daran, dass ich den nicht selbst gebaut habe, beziehungsweise nicht ganz alleine, sondern mit Hilfe. Ich bin auch heute wieder nicht alleine, sondern habe den kreativen Kopf hinter diesem tollen Roboter mit im Gespräch dabei. Und hallo, Cry. Hallo, bin auch wieder mit dabei. Ja, ich habe ja nun, wie das mittlerweile jeder wissen sollte, echt keine Ahnung von Roboter bauen. Meine Roboter sehen... Die sehen zwar immer sehr schön aus, das muss man ja doch mal zugeben, aber so funktionabel sind die eher selten. Und das wollte ich jetzt mal ändern, beziehungsweise wollte ich gerne einen fliegenden Roboter haben, den man auch ein bisschen benutzen kann irgendwie. Und ich habe es einfach nicht hingekriegt. Ich habe einfach nur einen Roboter gebaut, der die ganze Zeit Loopings gemacht hat. Und ich, wenn ich nur dran denke, wird mir schlecht. Das ging mir so auf den Sack und ich habe gedacht, nee, ich brauche ein bisschen Hilfe. Und du hattest mir ja da schon diverse Male Hilfe angeboten, die habe ich jetzt angenommen. Und vielleicht magst du ja mal so aus dem Gedächtnis raus noch ein paar Dinge zu dem Roboter erzählen, den wir dann gestern zusammen gebaut haben. Also die Grundidee, die ich halt hatte, weil ich auch noch selber keinen einzigen fliegenden Roboter gebaut hatte, war erstmal halt so ein bisschen das typische Flugzeug-Layout praktisch nachzubauen. Dann hat man zumindest mal eine stabile Basis, auf der man aufbauen kann. Und dann halt noch ein wichtiger Punkt war halt die richtige Platzierung von den Heliumblöcken, dass man halt ein Gleichgewicht in das Fahrzeug irgendwie reinbringt. Und ja, was haben wir noch gemacht? Vielleicht kann ich dir kurz erzählen, dass wir die Heliumblöcke hier jeweils an die Flügel gemacht haben, hinten dran. Und es sind auch hier innen drin vorne ein paar Heliumblöcke drin. Das hat man jetzt nicht gesehen. Deswegen wollte ich das kurz nochmal dazu sagen. Okay. So, da sind auch im Flugzeug drin ein paar Heliumblöcke versteckt. Okay, ja, genau, dass man halt praktisch so eine Art Dreieck hat, also von der Positionierung der Heliumblöcke ein Dreieck hat, weil das eigentlich ziemlich stabil ist. Mhm. Dann mit den Thrustern auch möglichst auf der Höhe der Heliumblöcke platziert, dass halt die Thruster nicht praktisch nur vorwärts schieben und nicht durch eine höhere oder tiefere Positionierung praktisch um die Heliumblöcke rumfliegen und so praktisch wieder das Flugzeug zum Drehen bringen würden. Ja, da habe ich genug Erfahrung mitgemacht. Ich habe auch zusätzlich noch zwei kleine Thruster dran gemacht. Das hattest du dann, glaube ich, gar nicht mehr mitgekriegt, damit ich so ein bisschen rechts und links unter Kontrolle habe. Das war nämlich ein bisschen schwierig, einfach nur so. Ja, genau, dann kannst du dich ein bisschen mehr auf der Stelle praktisch drehen, anstatt das Flugzeug neigen zu müssen. Genau. Das habe ich ja, bei und meinem dann haben Flugzeug wir da noch auch gemacht. Ein paar Flügel dran gemacht und ein paar Hoverblades, damit das Ganze ein bisschen stabiler ist in der Luft. Und dann war es das eigentlich auch schon. Mehr gibt es da gar nicht. Irgendwie dran an dem Ding. Diese Arrow Foils heißen die, glaube ich, oder? Diese Flügelteile, auf jeden Fall. Ja, hier. Genau. Die machen, dass man in der Luft irgendwie ein bisschen stabiler unterwegs ist oder so. Und die funktionieren halt wie Lenkklappen. Ja, gut. Wie Lenkklappen funktionieren. Ja, genau, halt. Luftströmung und so. Luftströmung, Zeugs, Physik, Dinge. Und genau. An Waffen habe ich jetzt hier ganz normale Laserguns dran. Ich habe oben und unten welche dran. Weil ich es trotzdem dieses Ding doch relativ stabil ist, immer noch schaffe, mich permanent auf den Rücken zu legen. Ich weiß nicht wie und warum, aber es passiert. Und dann ist das ganz praktisch, wenn ich trotzdem noch Waffen habe, die ich benutzen kann. Und ja, ich denke, wir probieren das Ganze einfach mal aus. Du hast ja auch einen Flieger gestern extra noch gebaut und der sieht ein bisschen avancierter aus als meiner. Den gucken wir uns auch gleich nochmal an. Im Spiel dann. Und ja, deswegen, wir versuchen es mal auf den Server zu kommen, denn in den letzten ein, zwei Tagen war es ein bisschen schwierig mit den Servern. Es kann gut möglich sein, dass das für uns ein bisschen länger dauert, aber wir probieren es einfach mal. So, genau. Bam. Wird schon fliegen. Oh Gott. Ja, by the way, ich bin immer noch der Meinung, dass mein Roboter aussieht wie eine plattgequetschte Fliege. So ein bisschen mit den ausgebreiteten Flügeln und oben die Augen und ja.
Jetzt gucken wir uns das Ganze mal an. Warte mal, wo bist du? Da neben mir. Du gehst auf jeden Fall gleich schon mal hoch in die Luft. Ich probiere es auch mal. Ich weiß nicht, ich komme nicht wirklich hoch. Okay. Ich sehe das jetzt schon wieder, dass das sehr, sehr schwierig ist hier irgendwie. Wie viel Antriebsthrust hast du eigentlich? Zwei offenbar nur. Okay. Ich habe jetzt auch 8. Alter, und jetzt falle ich gleich wieder runter, wie so ein nasser Sack irgendwie. What the fuck? Ich bin schon tot. Nein! Oh mein Gott! Ich versuche auf jeden Fall gerade auf Gegner zu schießen. Bin ganz stolz auf mich. Ich treffe nur nicht. Oh Gott, jetzt schießen sie von hinten. Nice. Aber ich fliege noch, ne? Naja, gut. Oh mein Gott. Die nächste Runde müssen wir, glaube ich, auf ein bisschen später verschieben, denn die Server funktionieren aktuell mal wieder nicht. Das wurde aber auch via Twitter und so schon erklärt, dass die Entwickler da heute irgendwas versuchen zu verbessern, weil die Server rumbuggen und so laggy sind und solche Geschichten. Und es ist sehr, sehr schwierig, jetzt gerade in ein Spiel reinzukommen. Wir hatten vorhin echt Glück, so ein bisschen. Und in der Zwischenzeit haben wir uns dazu entschieden. Entschlossen. Ja, entschlossen. Dass wir kurz nochmal einen Blick auf den Tech-Tree werfen. Da gibt es nämlich ein paar neue Dinge. Unter anderem sieht er anders aus. Und was denkst du darüber? Wie findest du den Tech-Tree jetzt? Also jetzt deutlich besser. Vor allem ist er jetzt nachvollziehbar. Und der gibt irgendwie Sinn. Mhm. Vor allem, dass er jetzt einfach eine Ordnung der einzelnen Objekte hat. Ja. Und nicht mehr so wirr durcheinander gewürfelt ist. Was ich jetzt spontan am besten finde, ist, dass zwischen den einzelnen Dingen, wie hier zum Beispiel die Hoverblades und oben drüber die Thruster, dass da eine Reihe frei ist dazwischen, dass es auch eine optische Abtrennung gibt. Genau. Das war ja vorher eine Katastrophe. Das war ja alles in einem Blob irgendwie zusammen gewesen. Und naja, also das finden wir gut. Ich finde immer noch, dass der nicht irgendwie schön aussieht. Ästhetisch ist der nicht, aber es ist auf jeden Fall ein bisschen übersichtlicher und ein bisschen logischer und das finden wir gut. Und jetzt, pass auf, das ist eine Sache, auf die habe ich echt mich jetzt schon die letzten Tage gefreut gehabt. Es gibt jetzt endlich diesen neuen Blocktypen. Alignment Rectifier heißt der hier und das sind die Blöcke, die einen wieder umschubsen können, wenn man wie ich sich diverse Male auf den Rücken gelegt hat. Und den schalte ich jetzt sofort frei. Ich müsste, glaube ich, die Punkte dafür haben. Bam, da habe ich ihn freigeschaltet. Du hast die schon mal ausprobiert? Hast du vorhin erzählt? Ja. Genau. Wie funktionieren die so? Ja, im Prinzip, wenn man auf dem Dach liegt, kann man mit F gedrückt halten. Mhm, dann laden die sich kurz auf und dann wird man im Prinzip in die Luft geschleudert und dreht sich dabei. Seit dem letzten Update haben die noch das Damage-System, glaube ich, ein bisschen verändert. Ich versuche mich gerade zu erinnern, was wir in der letzten Episode erzählt haben. Da wurde ja das Damage-System auch schon so ein bisschen verändert, auch das Reparatursystem wurde da verändert. Aber jetzt haben die wohl nochmal einen draufgelegt und haben Railguns irgendwie oder Railcannons verändert. Und das generelle Damage-System wurde auch irgendwie verändert. Du bist da der Experte, wenn du da kurz ein paar Worte drüber verwendest. Ja, genau. Früher war das so, dass praktisch der Schaden einer Kanone halt auf den getroffenen Block gerechnet wurde. Und wenn praktisch mehr Schaden verursacht wurde, als beim Trefferpunkt da war, war der Block halt zerstört. Im Prinzip war das halt das komplette Schadenssystem, wie es vor dem Update war. Jetzt wird im Prinzip der ganze Schaden, der verursacht wurde, praktisch auf alle umliegenden Blöcke verteilt. Das heißt, man kann nicht mehr nur einen Block abschießen und zerstören. Das ist der Schaden, der praktisch von der Kanone mehr verursacht wurde, als der Block, der getroffen wurde, hat, wird praktisch auf die danebenliegenden Blöcke verteilt. Genau, das heißt also, wenn wir zum Beispiel eine Railgun haben und die schießt auf einen Block, dann war das früher so, dass sie nur den einen Block kaputt gemacht hat und jetzt nach dem Update wurde der Schaden, der quasi noch über ist, auf die anderen Blöcke nebendran verteilt. Genau. Und das war jetzt dezent OP gewesen. ich weiß nicht, ich habe gestern eine Runde gespielt und ich war ein One-Hit gewesen und irgendwie sollte das ja vermieden werden durch dieses neue System und da arbeiten die gerade noch so ein bisschen dran und versuchen das so ein bisschen auszubalancieren. Ich glaube, bei manchen.
Ich habe auch schon gesehen, dass viele Leute sich im Chat hier beschwert haben, dass Railguns jetzt wieder so übertrieben sind. Ja. Ich habe aber auch möglicherweise einen Grund dafür. Und zwar habe ich schon oft gesehen, dass viele Roboter praktisch innen mit den weißen Blöcken gebaut sind. Ja. Und die farbigen Blöcke nur außen als Panzerung verwendet werden. Und dann ist halt klar, wenn man mit einer Railgun die Panzerung außen durchschlägt und in den inneren weißen Block reinkommt, dass dann halt der Schaden so exorbitant hoch ist, dass halt alle weißen Blöcke weggehauen werden und im Prinzip das ganze Fahrzeug zerlegt. Klingt logisch. So, wir probieren jetzt einfach nochmal eine Runde zu spielen. Und zwar einen Tag später. Denn die Server, die haben es gestern nicht mehr gebracht. Was liegt denn da hinten? Das muss ich mir mal eben angucken. Siehst du, Duerobo? Ja. Was ist das denn für ein Klops? Soll, glaube ja, ich, ein Helikopter Fall, sein. Ja, so ein bisschen schon irgendwie. Auf jeden Fall mussten wir jetzt einen Tag warten, weil die Server gestern nicht mehr funktioniert haben. Was jetzt nicht ganz so schlimm war, wie ich fand, aber... Robocraft hatten auf jeden Fall via Twitter uns alle auf dem Laufenden gehalten, hatten gesagt, dass sie mit den Servern arbeiten und dass es da Probleme gab. Und als Entschädigung gab es einen Tag Premium. Das haben wir uns jetzt gesnackt und jetzt verliere ich erstmal meine ersten Premium-Punkte hier, weil ich jetzt gleich fast sterbe und wie ein toter Vogel vom Himmel falle. Und ich habe meinen ersten Kill. Alter, hast du mir den gerade geklaut? Nee. Oder? Nee, der war ganz hinten am Mapband. Nee, keine Ahnung. Okay, egal. Whatever, das hat mich gerade total konfus gemacht. Und ich kämpfe mich jetzt den Berg hier hoch. Ach du Scheiße. Ich habe ja schon festgestellt, dass ich mit meinem neuen Flieger, mit der Plattenfliege, wow, nicht besonders gut mich bewegen kann. Auf jeden Fall nicht rechts und links. Und ich wurde gerade getötet. Ich guck mal, ob ich zu dir switchen kann. Huch, ja, jetzt bin ich bei dir. Ich kann auf jeden Fall nicht besonders gut rechts und links mit meinem Roboter mich bewegen. Da fehlt es noch ein bisschen an der Feinarbeit. Was stehst denn du hier oben rum? Meine Raids aufladen. Ach, stimmt ja. Sind da hinten? Sind die denn immer noch so overpowered jetzt nach dem letzten Update, oder? Nö, eigentlich finde ich sie jetzt ziemlich in Ordnung eigentlich. Also, wenn man den die Blöcke unterm Fahrrad trifft, dann hat man halt einen One-Hit, aber sonst schlägt man sich erstmal ordentlich durch die Roboter durch. Also, ich finde das trotzdem ein bisschen blöd, dass man so lange braucht, um die wieder aufzuladen. Ja, das stimmt. Vor allem, dass die Tier 1er Waffen im Prinzip genauso lang brauchen wie die Tier 10er. Beziehungsweise mit steigendem Tier ist da ja kein Unterschied. Was ich da noch besser fände, wenn man praktisch jede Waffe einzeln neu nachladen könnte und nicht praktisch alle Waffen anfangen nachzuladen, wenn die letzte leer geschossen ist. Hui. Ja. Das war super gut. Willkommen im Team Fähigkeiten. Ah, hast du so ein Ding dran? So ein Flipper-Ding. Genau. Nice. Was mir leider jetzt. Oh. Nein! Mitten vor den Gegner. Naja. Das war's. Wow, wo bin ich denn hier gespawnt? Das habe ich noch nie gesehen, dass man direkt neben der Wand quasi spawnen kann. Neben der Map-Grenze. Ja, stimmt, die ist ja hier jetzt gleich. Ja. So, bevor ich jetzt sofort sterbe gleich wieder, dachte ich, zeige ich mal eben mein Problem. Also ich kann, wenn ich hier am Boden bin und meine Hoverblades quasi Kontakt haben zum Boden, kann ich mich super rechts und links drehen. Da kann ich hier ganze Pirouetten drehen und alles Mögliche. Aber sobald ich irgendwie versuche, in die Luft zu kommen, da hat sich das dann erledigt mit rechts und links. Wenn meine Hoverblades nämlich keinen Kontakt haben irgendwie, dann mache ich die ganze Zeit diesen hier. Quasi drehe mich um mich selbst, aber nicht wirklich rechts und links. Wow, da sind auch gleich wieder Gegner. Deswegen habe ich gedacht, ich versuche mal so ein bisschen am Boden zu bleiben, damit ich auf jeden Fall ein bisschen flexibler bin und mich ein bisschen besser bewegen kann. Ja. Wow. Und hoffe, dass man keinen Gegner findet.
Also hier ist ja die Map-Grenze extrem nah. Ja. Die sind sofort hier, habe ich auch gerade gesehen. Ich versuche mal hier so ein bisschen runter, mich zu verstecken. Unter der Brücke vielleicht. Also Hoppla. meine Fliegt sie ist eigentlich echt gut, muss ich sagen. Alter, wenn du siehst, was ich hier fabriziere, ey, das ist ja echt traurig. Ist ja mal irgendwo ein Gegner, auf den ich vielleicht schießen kann. Ich gucke gerade, habe ich keinen Radar und nichts auf meinen Roboter gemacht? Ich bin ja auch smart. Oh, ich habe auch keinen. Ja, ich habe mich gerade gewundert, warum ich keinen auf der Map sehe. Nee, mir, das bin ich runtergefallen. Ich bin jetzt ein ziemlich großer toter Block. Ehrlich? Ja, ich bin gerade. Versteck mich gerade so ein bisschen am Boden. Und schieße auf die Ah, ja. Fliege in der Luft. Aua, und jetzt werde ich angeschossen. Ich weiß noch nicht von wo. Von hinten oben. Da. Das wurde mir gerade angezeigt. Das fand ich ziemlich praktisch. Alter, wie weit oben ist denn der? Keine Ahnung, was mein Roboter hier macht. Huch. Der leidet auf jeden Fall gerade, aber es lebt noch. Jetzt nicht mehr. Ist nicht mehr. Wow, der hier oben, der mich abgeschossen hat, der sieht auch aus. Ich wollte gerade sagen, den kann keiner töten. Bums, ist er gestorben. ja, ich brauche auf jeden Fall noch mal ein paar Hinweise dafür, was ich jetzt mit meinem Rechts- und Linksproblem mache. Ich habe jetzt aktuell hier diese zwei kleinen Pflaster dran. Selbst wenn ich die abmache, ändert sich das Problem nicht. Also die haben hier keinen großen Einfluss. Ich habe es gestern noch mal mit größeren Pflastern probiert. Das macht das Problem eigentlich nur noch schlimmer. Ich habe die auch an unterschiedlichen Positionen gehabt an meinem Roboter. Wenn da irgendjemand noch mal eine Idee hat, was man da besser machen kann, lasst mich das doch wissen. Und ansonsten werde ich jetzt versuchen, hier noch ein paar Punkte mir zusammenzusuchen und dann vielleicht die platte Fliege, wie sie aktuell noch heißt, ein bisschen aufzurüsten. Und dann werden wir mal sehen, was wir in der nächsten Runde machen. Ich möchte dann auf jeden Fall noch die Dinger da ausprobieren, diese Alignment Rectifier. Das haben wir bei dir jetzt gerade eben schon mal kurz gesehen, wie die funktionieren, aber die möchte ich unbedingt selber auch noch mal ausprobieren. Und ja, das machen wir dann vielleicht das nächste Mal. Und ja, bis dahin, adios, amigos. Macht's gut Tschüss. und ciao, ciao. Tschüss.